50 Stück verbrauchen die Deutschen pro Minute. Zur Verhütung, zum Schutz vor Infektion. 1900. Der wilhelminische Staat entdeckt die Sexualität seiner Bürger. Es wird geforscht und vermessen, Gutachten und Statistiken werden verfasst. Sexualität soll kontrollierbar werden. Wenn man die Sexualität der Einzelnen kontrolliert und verändert, kann man auch die Bevölkerung als Ganze vermehren, ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit steigern. Die Reglementierung der Sexualität, ein Machtinstrument. Unter der tugendtriefenden Oberfläche wird das Laster gefeiert. Frauen sind Heilige oder Huren. Die einen verehrt man, die anderen begehrt man. Sittlichkeit ist per Gesetz ein hohes Gut im Kaiserreich. Paragraph 184 regelte es, dass gegen unsittliches Verhalten vorgegangen werden könnte und auch gegen pornografische Bilder zum Beispiel, aber auch der Gebrauch und der Handel mit Präservativen fiel unter diesen Paragraphen und wurde mitunter geahndet, weil er angeblich gegen die Sittlichkeit verstoßen würde. Das Polizeimuseum Niedersachsen besitzt aus dieser Zeit noch ein Lexikon der Unmoral. Damals kassierte die kaiserliche Polizei alles, was ihr unsittlich erschien. Was ist Kunst? Was ist öffentlich anstößig? Das lag ganz im Ermessen der Beamten. Den Urhebern der Bildergeschichte Schützenliesel drohten mindestens Geldstrafen oder gar Gefängnis. Auch eine solche Zeitungsannonce war ein Skandal. Empfehle mich den Frauen, wo der Mann krank oder verreist. Bei ledigen Damen garantiert ohne Folgen. Liebe ohne Folgen. Für Julius Fromm Vision und Geschäftsidee. Der Aufbruch in das Zeitalter der freien Liebe beginnt 1914 im Berliner Bözow-Viertel. Fromm eröffnet hier sein Spezialgeschäft. Haarnetze, Babyschnuller, Schwämme. Für Präservative darf er nicht annoncieren. Also wirbt er ganz legal. Kaufen Sie Fromms. Die Konkurrenz platzt. Verhütung ist öffentlich kein Thema. Bürgerliche und gebildete Frauen tauschen ihr Wissen in den Salons. Zwar kennt man Gummischutzpräservative schon, doch die sind ungemütlich, haben meist eine Naht und heißen Schwelger, Rotkäppchen oder Venus. Jeder Kondomkauf eine kleine Verschwörung. Das Peinliche wird in Zigarrenkisten versteckt. Ein Geheimnis zwischen Männern. Der Geschlechtsverkehr, all das und was damit zusammenhing, darüber öffentlich zu sprechen, das galt weithin als unanständig und wurde vom Staat verboten zum Schutze der Jugend. Fromm, als ein klar denkender und weitsichtiger jüdischer Zuwanderer, hat gesagt, das ist alles Quatsch, die Menschen leben ganz anders. Julius Fromm bürgt mit seinem Namen für sein Produkt. Leiste Garantie. Umtausch jederzeit gestattet. In den Großstädten steigt die Zahl der Syphilis-Infektionen drastisch. Jede vierte Prostituierte erkrankt innerhalb eines Jahres. Kondome könnten schützen. Doch lieber empfiehlt man voreheliche Enthaltsamkeit. Es gab diese Doppelmoral, die Männern mehr Freizügigkeit gewährte als Frauen. Und viele Männer in Bordelle und zu Prostituierten getrieben haben, während Frauen oft gezwungen wurden, eben voreheliche Erfahrungen überhaupt nicht zu machen und dann sehr überrascht waren, wenn sie sich verheirateten und die erste sexuelle Erfahrung mit dem Ehemann dann hatten. Junge Mädchen träumen von der romantischen Liebe, vom ersten Kuss. Sexuelle Aufklärung gibt es nicht. Erst in der Hochzeitsnacht erfolgt die praktische Erfahrung.
Wenn dann bald ein Baby unterwegs ist, heißt es, die harmonieren im Bett. Neu im jungen 20. Jahrhundert ist es, dass Familien die Zahl ihrer Kinder planen wollen. Das galt eher für bürgerliche Kreise, für Proletarierinnen galt das eben nicht. Das führte dann dazu, dass viele Abtreibungen vorgenommen wurden, weil ganz schlicht und ergreifend sich viele Frauen keine Verhütungsmittel leisten konnten. Schon wieder schwanger. Unvorstellbar, die Verzweiflung und Not der Frauen. Noch ein Kind, wenn man schon nicht weiß, wie man die anderen satt kriegen soll. Abtreibung steht unter Strafe, trotzdem blüht das Gewerbe. Die Armut und das soziale Elend sowie die Nöte der Frauen kennt Julius Fromm nur allzu gut. Das Scheunenviertel zwischen Alexander- und Rosenthaler Platz. Heute ein angesagtes Quartier im Zentrum Berlins. Hier lebten die Ostjuden auf engstem Raum zusammen. Verfallene Häuser, Ladenschilder in hebräischer Schrift. Händler preisen auf Jiddisch ihre Waren an. Ein selbstgewähltes Ghetto. Ein Areal der Gestrandeten wie der Aufstrebenden. Dazwischen Prostitution, Kaschemmen, Schieber- und Verbrecherbanden. Julius' Vater zieht als Zigarettenverkäufer durch das Viertel. Anfangs wohnt die jüdisch-orthodoxe Familie in der verrufenen Mulakstraße. Julius, geboren als Israel Fromm in Russisch-Polen, ist 10 Jahre alt, als er 1893 mit den Eltern nach Berlin kommt. Es gab keine Ausgrenzung von Juden, was die Bildungsinstitutionen betraf. In Russland, in Russisch-Polen, herrschte ein Numerus Clausus. Jüdische Kinder durften nur in sehr begrenzter Zahl auf Gymnasien gehen, auf Universitäten. Und das war in Berlin ganz anders. Berlin bedeutete aus dieser Sicht Freiheit. 4-mal zieht die Familie um. 1-mal rund um den Garnisonfriedhof, mitten im jüdischen Quartier. Jeder Umzug zeigt, es geht voran. Raymond Fromm, der Enkel von Julius, lebt in London. In diesem Haus wohnte sein Großvater um 1900. Die Zimmer hier, das waren so 2 Zimmer nebeneinander. Ganz kleine Zimmer mit keinem Gang. Eine Küche mit vielleicht ein paar Sesseln. Und ein Schlafzimmer mit einem Bett, ganz klein. Wie die geschlafen haben, weiß ich nicht. Vielleicht schichtweise, denn es waren 8 Leute. Ein Bett für alle. Schon früh haben Kinder Ahnung vom Geschlechtsleben der Erwachsenen. Anders als viele Nachbarn wollen die Fromms deutsche Juden werden. Israel wird Julius genannt. Bis spät in die Nacht dreht der Vater zu Hause Zigaretten. Nur so kann die Familie davon leben. Unerwartet stirbt er im Sommer 1898. Baruch Bernhard Fromm wurde nur 42 Jahre alt. Zwei Monate nach dem Tod des Vaters bringt die Mutter ihr 8. Kind zur Welt. Der älteste Bruder ist schon aus dem Haus. Julius ist 15 und nun Versorger für die ganze Familie. Doch das kann er nicht schaffen. 2 kleine Brüder müssen im jüdischen Waisenhaus versorgt werden. Als Zigarettenfabrikantin steht die Mutter im Adressbuch von 1905. Julius leitet nun das kleine Gewerbe. Er sorgt dafür, dass alle Geschwister die Schule abschließen. Schließlich wollen sie ja nicht ewig Zigaretten stopfen. Familie Fromm in ihrer Sonntagskleidung. Julius arbeitet schon in der Fabrik. Da verdient er mehr. Sein Leitspruch ist jetzt: immer voran. In der Berliner Zigarettenfabrik Josetti hat er später sogar eine Stelle in der Buchhaltung. Sein Traum,
eine eigene Fabrik. Julius ist 22 Jahre alt, als sich sein Leben von heute auf morgen ändert. Er verlässt das Scheunenviertel. Für immer. Weihnachten 1906 fährt er mit seiner Geliebten Selma nach London zu seinem Bruder, um dort heimlich zu heiraten. Es waren orthodox-jüdische Leute, die nicht in einer Synagoge geheiratet haben, sondern beim Standesamt. Wieso? Und dann habe ich mir gedacht, aber mein Onkel Max, der ist am 21. April 1907 geboren. Das heißt 4 Monate später. Und das erzählt alles, glaube ich. Zur Hochzeit war die Hutmacherin Selma schon im 6. Monat schwanger. Zurück in Berlin gründen die beiden ihren eigenen Haushalt im Bözow-Viertel. Die frühe, ungewollte Schwangerschaft hat das Paar überrascht. Sie stehen nicht alleine mit diesem Problem. Von nun an verhüten sie mit Kondomen und planen ihre Familie. Sohn Max, hier mit Freunden, bleibt ein paar Jahre lang Einzelkind. Julius Fromm will seinen Kindern ein gutes Leben bieten. Er hat eine geniale Geschäftsidee. Ein Kondom, viel zarter als die Ballons der Kinder. Eine Gummihaut, die man nicht mehr spürt. Er guckte, wie so viele Juden seiner Zeit, nach Nischen im Wirtschaftsleben. Wo kann ich etwas produzieren, wo kann ich etwas machen, was gebraucht wird? 1913 diskutieren die Abgeordneten ein Gesetz. Der Verkehr mit Mitteln zur Verhinderung von Geburten soll eingeschränkt werden. Engagierte Frauen wehren sich, drohen mit Gebärstreik. Clara Zetkin dagegen verkündet, Präservativgeschlechtsverkehr in der proletarischen Masse bedeutet Selbstmord der SPD. Sie wollten ihre eigenen Geburten kontrollieren können. Das ging dann selbst der SPD zu weit. Die SPD-Führung hat dann versucht, zurückzurudern und eine Versammlung eben einzuberufen, die dazu führen sollte, dass es keinen Gebärstreik geben sollte. Schließlich bräuchte man auch für die Revolution Soldaten. Und andere wiederum, die ganz Linken, haben sich von weniger Geburten eine Abschaffung des Kapitalismus versprochen. So war also dieses ganze Thema rund um die Geburten extrem politisiert. Aber für viele Frauen eine existenzielle Überlebensfrage. Die Zeit ist reif für Veränderungen. Im Kriegsjahr 1914 startet Julius Fromm seine Produktion. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Dieser Krieg wird nicht nur 4 Jahre dauern, er hat auch Folgen für die Sexualität. Massenhaft werden Männer, aber auch Frauen ihre treue Schwüre brechen. Zwischen den Schlachten suchen die Soldaten schnellen Sex, wo immer es eine Chance gibt. Geschlechtskrankheiten breiten sich aus. Kontrollierte Militärbordelle sind die pragmatische Lösung. In vielen herrscht Kondompflicht. Hast ohne Gummi du geliebt und keine Vorsicht mal geübt. Desgleichen ist solch ein Ding geplatzt, so wasch dich, sonst bist du verratzt. Heißt es auf einem Merkblatt. Offiziere bezahlen 3, Soldaten 1 Mark. Dafür gibt es ein Kondom und einen Bon für das Mädchen. Die Führung des deutschen Feldheeres hat darauf geachtet, dass die Soldaten regelmäßig ins Bordell dürfen. Und die Frage der Geschlechtskrankheiten, die die Wehrkraft gewissermaßen schädigten,
brachten die Heeresführung dazu, also systematisch die Produktion von Kondomen zu fördern. Kondome sind jetzt Kriegsgut zum Schutz der kämpfenden Truppe. Julius Fromm mietet neue Räume an, stellt zwei Arbeiter ein. Und auch einen Prüfer, der für jedes fehlerhafte Kondom, das er findet, eine Prämie bekommt. So ist sich Julius Fromm sicher. Der Mann ist unbestechlich. Der Umsatz steigert sich bis 1918 fast auf das Zehnfache. Seit Kriegsbeginn muss sich Julius Fromm als feindlicher Ausländer regelmäßig bei der Polizei melden. Ihm droht die Abschiebung. Eine Rückkehr nach Russland wäre für mich schlimmer als der Tod, schreibt er in seinem Gesuch nach Einbürgerung. Der Polizeipräsident lehnt ab. Russischer Jude ohne gesicherte Existenz, der nicht Kriegsdienst leisten kann oder will. Doch sein Dienst am Vaterland sind verlässliche Kondome. Wer täglich mit dem Tod rechnet, kümmert sich nicht mehr um bürgerliche Sexualmoral. In diesem Krieg gehen alle gesellschaftlichen Normen unter. Männer, die dann mitunter gebrochen oder verletzt aus dem Krieg zurückkamen, hatten eine neue psychologische Situation, in der sie sich mit emanzipierteren Frauen auseinandersetzen mussten, was ihnen nicht immer gefiel. Und gleichzeitig hatten sie neues Wissen über Sexualität gewonnen und haben dann dieses Wissen auch mit nach Hause gebracht. Kondome nutzt man jetzt auch in Friedenszeiten. Am Kriegsende ist Julius Fromm noch immer russischer Staatsangehöriger. Da lebt er schon 25 Jahre lang in Deutschland. ...1919 zieht Familie Fromm um. Nach Schlachtensee, in eine Villa. Raymond Fromm besucht das ehemalige Elternhaus seines Vaters. Anfang der 50er Jahre hat die Familie, die in England blieb, die rückerstattete Villa verkauft. Für den Großvater war der Umzug in die feine Gegend ein Triumph. Er wird auch eingebürgert. Man hat's geschafft. Wir sind angekommen. Es gab ziemlich viele Familientreffen hier. So alle 2-3 Sonntage. Dann kamen die ganzen Geschwister an mit ihren Kindern. Und die Kleinen haben draußen getobt. Ganz im Osten Berlins, in Friedrichshagen, eröffnet Fromm Anfang der 20er Jahre seine Gummiwarenfabrik. Anfangs hat er Qualitätsprobleme bei den Kondomen. Es entsteht so viel Ausschuss, dass die Zukunft des Unternehmens in Gefahr ist. Im Manufakturbetrieb war er perfekt. Versagt er nun als Großproduzent? Denn nur noch Schwämme und Babyschnuller werden in gewohnter Qualität produziert. Wütend wirft Fromm seinen Arbeitern den Ausschuss vor die Füße. Wollt ihr mir die abkaufen? Er qualifiziert seine Leute und stellt auf Akkordentlohnung um. Nun soll die Konkurrenz platzen. Fromms Akt ist die Nummer 1. Ein Beipackzettel nimmt dem Kauf die letzte Peinlichkeit. Bitte händigen Sie mir diskret aus 3 Stück Fromms Gummi. Danke sehr. When we're out together dancing cheek to cheek. Die Erfahrung des Todes und der Kriegsniederlage, der gesellschaftlichen Umwälzung, des Hungers und der Not hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass sich Menschen all dieser Sorgen entledigen wollten. Sie wollten mal wieder Spaß haben, Vergnügen haben, sich auch nicht mehr so um die Ordnung, die gesellschaftlichen Anstandsregeln und so weiter kümmern.
ein gesellschaftlicher Umbruch, der Kondome populär macht. Die Sexualität befreit sich von den Familienpflichten, die wilden 20er brechen an. Die Menschen feiern das Überleben, gierig und ekstatisch. Um Verhütungsmittel, die Verbreitung von Kondomen und auch deren vermehrte Produktion hat ganz sicher dazu beigetragen, dass die Trennung von Fortpflanzung und Lust eben zunahm. Magnus Hirschfeld, der Pionier der Sexualwissenschaft, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, preist Fromms Akt und sagt: Es gibt wenige Industriezweige, die in das menschliche Geschlechts- und Gesellschaftsleben so tief einschneiden wie dieser. Weder Inflation noch Weltwirtschaftskrise beeinträchtigen das Geschäft. Anspielungen auf Liebeslust oder Schwangerschaftsverhütung sind als Reklame aber immer noch verboten. 1928 heißt es: Männer, schützt eure Gesundheit. Ich bin Jans Fromms, zum Platzen gespannt, witzelt man in den Kneipenkabaretts. Doch die neue Freiheit erreicht die armen Schichten kaum. 72 Pfennig für eine Packung Kondome sind für sie zu teuer. Das hat dramatische Konsequenzen. In der Weimarer Republik, wenn man sich da die Zahlen anguckt, gab es auch steigende Abtreibungsraten, 125.000 im Jahr. Und von diesen 125.000 Frauen, die abgetrieben haben, auf verschiedenste Weise, sind 50.000 gestorben und viele andere dann ins Gefängnis gekommen. Im Berliner Scheunenviertel hat 1930 der Film Zyankali Premiere. Das Schicksal eines arbeitslosen Mädchens, das an der Abtreibung durch eine Engelmacherin stirbt. Kondome könnten Abtreibungen verhindern. Den Vorschlag, kostenlos Kondome an sozial Schwache zu verteilen, lehnten konservative Kreise ab. Gleichzeitig wurden Prostituierte verpflichtet, Kondome zu benutzen. Tag für Tag produziert Fromms 144.000 Kondome. Die Nachfrage steigt ständig. 1930 lässt Julius Fromm in Berlin-Köpenick ein zweites Werk errichten. Es war eine ganz moderne Fabrik. Wurde im Bauhausstil, also mit viel Glas, was sehr modern war für die Zeit, gebaut. Und er hat dann in den Anfang 30er Jahren einen Viewmaster machen lassen, wo die Bilder mit der Fabrik in 3D sind, also ganz modern. Und das konnte man sich so angucken durch diesen, so rum, konnte man sich die ganze Fabrik ansehen. Und das hat er auch Leuten verschenkt, Kunden, damit sie sehen konnten, wie modern seine Fabrik war. Eine Fabrik so transparent wie die Kondome. Das ist die Idee der deutsch-jüdischen Avantgarde-Architekten Arthur Korn und Siegfried Weizmann. Über 500 Menschen arbeiten in den Fromms Gummiwerken. Allein im Jahr 1931 produziert und verkauft Fromms Akt 50 Millionen Präservative.
glaube, es ist ihm nie zum Kopf gegangen. Nein, das glaube ich nicht. Er wusste immer, woher er kam. Die Deutsche Zentralpolizeistelle zur Bekämpfung unzüchtiger Bilderschriften und Inserate beobachtet seine Firma ständig. Wachsam registriert er, was um ihn herum geschieht. Dass seine beiden Direktoren Fiat und Levis in die NSDAP eintreten, begrüßt er. Ein guter Schutz für das Unternehmen, hofft Fromm. Er hat gelernt, ständig auf der Hut zu sein. Anfang der 30er Jahre verkündet er vor der Vollversammlung seiner Vertriebsleiter das neue moderne Werbekonzept für die nächsten Jahre. Disneys Mickey Mouse präsentiert Fromms Akt. Privat läuft nicht immer alles so glatt. Max, sein Ältester, übernimmt eine Rolle im Film statt in der Firma. Er wollte, dass Max in die Firma kommt und Max wollte Schauspieler werden. Hatte aber kein Geld und war bei Max Reinhardt in der Schule und sagte Max Reinhardt, ich habe aber nicht das Geld, hier zu studieren. Und hat Max Reinhardt ihm gesagt, gehen Sie zurück nach Hause, sagen Sie Ihrem Vater, ich zahle dafür. Schließlich zahlt der Vater doch. Eigentlich sollte Max, der schon mit 17 sein Abitur gemacht hat, neben ihm in der Chefetage sitzen. Julius Fromm hat große Pläne, ein Stammhaus in der Friedrichstraße und neue Niederlassungen. Seine Produkte sind Weltspitze. Er hat diese Mischung entwickelt, er hat darauf geachtet, dass es möglichst dünn ist, möglichst wenig wiegt, dass es durchsichtig ist. Alle diese Patente, auch dieser Ring und das Reservoir vorne, das sind Patente, die Fromm entwickelt hat. Bürsten rändeln den wulstigen Ring. Dann werden die Fromms gewaschen. Heute mit Automaten, doch die Techniken sind die gleichen geblieben. Als Hitler im Januar 1933 Reichskanzler wird, ist Julius Fromm überzeugt, so ein Mann hält sich nicht an der Macht. Gerade noch rechtzeitig bekommt er den Hinweis, dass sein Sohn Max auf der schwarzen Liste der SA steht. Im Kabarett der Komiker spottete der Schauspieler öffentlich über die Nazis. Fromm ärgert sich über seinen unangepassten Ältesten. Doch er gibt ihm das Geld für die Flucht. Max geht nach Paris und kehrt nie wieder nach Deutschland zurück. Kauft nicht bei Juden, grölen die Nazi-Horden am 1. April 1933. Der Terror gegen die jüdische Bevölkerung beginnt. Doch Fromms Akt verkauft sich so gut wie zuvor. Eines der ersten Gesetze im Hinblick auf die Juden 1933 war nicht nur das Berufsbeamtengesetz, also um sie aus dem öffentlichen Dienst herauszutreiben und zu entlassen, sondern ein zweites, nämlich Einbürgerungen von sogenannten Ostjuden, die in der Weimarer Zeit vollzogen worden sind, rückgängig zu machen. Julius Fromm wehrt sich gegen die Ausbürgerung auf seine Weise. Mit einem langen Bittbrief. Doch nicht der Brief rettet ihn, sondern seine Arbeiter. Er ist aber dieser Ausbürgerung entgangen, weil nämlich, das ist interessant, die Betriebsorganisation der NSDAP in seinem Werk schärfstens für ihn plädiert hat und gesagt, das ist ein so guter Chef. Ja, und dieser Betrieb ist derartig vorbildlich eingerichtet und wir sollten uns als Deutsche auch nicht erlauben, dass dieser Mann ins Ausland gejagt wird und dort eine Konkurrenzfirma zu der hiesigen aufbaut. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist
Statt bürgerlicher Sexualprüderie nun nationalsozialistische Familienplanung. Die Liebesehe galt eher als verpönt. Man sollte eben ganz im Sinne der Trennung von Fortpflanzung und Lust eben vernünftig handeln und eben seine Nachkommen eher geplant zeugen, nach rationalen, rassistischen Kriterien, die der Arterhaltung dienen. Die Zukunft Deutschlands, die Zukunft Berlins beruht auf seinen erstgesunden Kindern. Das Heiligtum deutscher Mutterschaft in der Familie ist unser Ziel. Das Kinderkriegen ist zur völkischen Pflicht erklärt worden. Werbung für Kondome wird durch Polizeichef Heinrich Himmler untersagt. Wie man solche Verbote mit Humor umgeht, weiß der Unternehmer aus Erfahrung. Denn Fromms ist längst ein Synonym für Kondome geworden. Auf Plakaten wirbt er jetzt verschmitzt für Fromms Gummischwamm. Und die Kunden verstehen es. Hier können sie Kondome kaufen. Das ist der 1,30. In der Kantine der Gummifabrik hängt das Führerbild. Hier grüßt auch Julius Fromm mit Heil Hitler. Das hat er alles sicherlich nicht sehr gemocht, aber er hat gedacht, wenn ich das mache und ich komme durch, dann habe ich ja am Ende gewonnen. Olympische Spiele 1936. Berlin präsentiert sich weltoffen. Noch hofft Julius Fromm auf eine politische Veränderung und nutzt das offene Klima auf seine Weise für Werbung. 1936 druckte einen großen Nahverkehrsplan, also über die S-Bahn- und Busverbindung, Straßenbahnverbindung, U-Bahnverbindung in Berlin und schreibt groß drüber Nahverkehrsplan. Also all dieser Witz war ihm möglich und war erlaubt und wurde auch gefördert. Seine beiden jüngeren Söhne Edgar und Herbert hat Fromm längst ins Ausland geschickt. Doch er will bleiben. Er fühlte sich deutsch. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen Deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Als Julius Fromm 1937 sein Firmenjubiläum feiert, haben die Juden längst alle Rechte verloren. Aber einfach aufgeben kann er nicht. Seit 25 Jahren gibt es nun schon sein Unternehmen. Und auch im Nationalsozialismus braucht man seine Fromms Akt. Wenn man bei einem Mädel war, ganz gleich bei welchem, Gefahr ist immer da. Man denkt immer bloß, bei Nutten und bei kleinen Flittchen kann man sich sowas holen. Falsch, grundfalsch. Immer muss man auf der Hut sein. Den lukrativen Fromms Werken droht die Arisierung. Der Krieg wird vorbereitet. Kondome sind kriegswichtig. Schließlich schanzt Hermann Göring das Unternehmen seiner Patentante Baronin von Epenstein-Mauternburg zu. Dafür überschreibt sie dem Reichsminister zwei ihrer Burgen. Mein Großvater wurde befohlen, sich zu melden an ein Amt. Und dann wurde das alles übertragen. Für den Kaufpreis von 300.000 Reichsmark erwirbt die Baronin die Werke. Die Erschienenen erklärten, dass der Verkäufer Jude ist. Wir kommen wieder, sagt Julius Fromm beim Abschied in Berlin. Das Ehepaar geht, wie die jüngeren Söhne, nach London ins Exil. Erst in London begriff sein Großvater wirklich, dass er dort nur ein Flüchtling und kein Unternehmer mehr war. Es war doch sein Lebenswerk. Bestimmt war das schwer. Diese Demütigung, glaube ich, das verkaufen zu müssen, um sich das Leben zu retten. Und ich meine, die haben sich das Leben damit gerettet. Die haben Geld bekommen, nicht sehr viel, aber etwas. Genügend, um auszureisen, Ausreiseerlaubnis. Und Schweizer Franken haben sie erhalten. Aber das war doch eine große Demütigung.
Am 1. September 1939 überfällt die Wehrmacht Polen. Nur eine Woche später regelt ein Erlass die Prostitution im Operationsgebiet. Nach der Landung blitzschnell an die Waffen. Nach dem Einsatz im Schützengraben zur Ablenkung ins Bordell. Für Millionen deutsche Soldaten ist das Kriegsalltag. In den Gummiwerken arbeiten jetzt vor allem Frauen. Waggonweise gehen die Kondome zu den Männern an die Front. Der Krieg senkt die moralischen Hemmschwellen sofort in einem Ausmaß, das wir uns heute kaum mehr vorstellen können. Taktisch geplant, das Sexualleben der Truppe. Triebstau schwächt die Kampfmoral und könnte womöglich Homosexualität fördern. In jeder größeren Stadt errichtet die Wehrmacht Bordelle, die dem Sanitätswesen unterstehen. Jeder Soldat ist strengstens verpflichtet, die freigelieferten Präservative zu benutzen. Julius Fromms Villa in Schlachtensee wird zum Judenhaus erklärt. 1943 leben hier noch seine Schwester Esther, deren Mann und seine Schwägerin Elvira. Die Zeit, als die große Familie hier im Garten glücklich beisammen war, ist Erinnerung. Dass die drei, die hier waren, Esther Brandenburg, Willy Brandenburg, ihr Mann, und Elvira Fromm, die sind am 3. März 1943 verhaftet worden von der Gestapo. Die kamen ganz früh am Morgen an. Und dann sind sie 4 Tage später nach Auschwitz gekommen. Wurden sofort ermordet. Das Reichsfinanzministerium lässt den Hausrat der Frommschen Villa versteigern. Die Auktionen von Judengut, wie es genannt wird, sind für alle Schichten die Gelegenheit für Schnäppchen. Das Haus erhält ein Oberst der Wehrmacht. Der Gewinn fällt dem Staat zu. Das Ende des Krieges ist nah. Und die Angst vor der Zukunft wächst. Das Land liegt in Trümmern. Sein Großvater schreibt 1945 in einem Brief, dass er sein zerbombtes Werk wieder aufbauen will. Er glaubte, er könnte wieder zurück, ohne weiteres. Also England war nicht seine Heimat, er wollte nach Deutschland zurück, unbedingt. Ich meine, Julius Fromm war ja ein Geschäftsmann. Und für ihn da in London zu sitzen und nichts zu tun, das war wohl das Schlimmste. Er wollte schaffen. Am 8. Mai kapituliert Deutschland. Ganz London feiert. Nazi-Deutschland ist besiegt. Das hat natürlich schon viel emotional verändert, weil man sich entfremdete, weil Gewalterfahrungen gemacht wurden, die Männer auch psychisch belastet haben. Frauen haben zu Hause gelernt, alleine zu überleben. Überleben in der Nachkriegszeit. Das Verhältnis mit einem Besatzungssoldaten ernährt manchmal eine ganze Familie. Kondome sind rar und ein Schwarzmarktgut. Geschlechtskrankheiten werden zur Epidemie. Die sowjetische Militäradministratur befiehlt, zum Schutz ihrer Soldaten, die sofortige Aufnahme der Fromms-Produktion.
Die Fabrik in Friedrichshagen ist im Krieg unbeschadet geblieben. Julius Fromms Söhne bekommen das Werk aber nicht zurück. Es wird erst von den Russen beschlagnahmt und dann in der DDR verstaatlicht. Nach dem Gesetz zur Enteignung von Nazi-Aktivisten. Das andere Werk, die gläserne Fabrik in Köpenick, wird als Kriegsruine abgerissen. Das Markenzeichen Fromms Akt aber gehört immer noch den Erben von Görings Patentante. Die Familie ist ja zweimal beschlagnahmt worden. Das erste Mal von Nazis und das zweite Mal von den Kommunisten. Denn die Fabriken lagen ja in Ost-Berlin. Und dazu kann man auch sagen, auch der Name wurde zweimal beschlagnahmt. Anfang der 50er Jahre übernimmt die Hanseatische Gummiwarenfabrik die Lizenz, die Julius Fromms Söhne zurückgekauft hatten. Bis heute sind die Fromms eine der Marken aus Zeven. Immer noch wird jedes Gummi einzeln geprüft, doch ganz modern, mit 2000 Volt Hochspannung. MAPA GmbH heißt die Firma seit den 60er Jahren. Mehr als 100 Millionen Kondome stoßen die Maschinen hier im Jahr aus. Frisch, Fromms, fröhlich, frei war das Motto der 60er. Mach's mit oder gib AIDS keine Chance ist die neue Ära. Liebe im hauchfeinen Gummigewand ist Lust mit Verantwortung. Das Kondom ist auch heute eines der wichtigsten Verhütungsmittel und wird noch immer nach den Ideen von Julius Fromm produziert. Ein vorwärtsdenkender Mensch. Er würde in unsere Zeit reinpassen. Julius Fromm ist mit Fromms Akt eine bahnbrechende Erfindung gelungen. Er hat einen sicheren Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und vor Infektionen populär gemacht.